Radio 1. Die deutsche Bundesregierung liefert Waffen an die Ukraine und sie wird 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr bereitstellen. Und gestern im Bundestag ist Finanzminister Christian Lindner sogar noch weiter gegangen. Unser Ziel, auch mein Ziel, ist, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen. Eine der am besten ausgerüsteten Armeen in Europa, weil das der Bedeutung Deutschlands, unserer Verantwortung in Europa entspricht. Das sind Schritte, die vor wenigen Tagen noch ausgeschlossen waren, gestern aber in einer Sondersitzung des Bundestags beschlossen wurden. Und Vizekanzler Robert Habeck hat gesagt, in 10 Jahren werden wir diese Debatte im Deutschen Bundestag als historisch bezeichnen. Und wir sprechen jetzt drüber. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1. Heute mit Harald Welzer, Soziologe und unser Montagskommentator. Hallo, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, Waffen für die Ukraine. Die Ampelkoalition hat gestern eine außenpolitische 180-Grad-Wende hingelegt. Finden Sie das richtig? Naja, was mich ehrlich gesagt irritiert, ist diese Einigkeit, die plötzlich innerhalb von wenigen Tagen sozusagen alle Parteien bis auf die notorische AfD erfasst hat und sozusagen das Einstimmen auf ein und dasselbe. Und mir macht das Angst, wenn sich plötzlich alle einig sind. Denn ich glaube, diese Einigkeit folgt einem logischen Fehlschluss. Selbstverständlich ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine ein verbrecherischer Rückfall in den Imperialismus. Und selbstverständlich gilt all unsere Empathie der Bevölkerung der Ukraine. Aber die Frage, wie man Putin in die Schranken weisen und eine Ausweitung seiner militärischen Aggression verhindern kann, ist ja nicht identisch mit der Frage, wie man die ukrainische Bevölkerung unterstützen kann. Und jetzt haben wir diese plötzliche einheitliche Entschlossenheit, übrigens sehr stark in militärischer Perspektive, und darin werden diese beiden Fragen zusammengeworfen. Waffenlieferungen in die Ukraine sehen dann genauso folgerichtig aus wie die wirtschaftlichen Sanktionen oder das angebliche Ende der Diplomatie. Aber militärisches Handeln folgt anderen Logiken und Dynamiken als wirtschaftliches oder diplomatisches. Wenn man das nicht auseinanderhält, dreht man sich schnell in eine Eskalationsdynamik hinein, bei der es plötzlich kein Halten mehr gibt und nur noch Superlative haben wir plötzlich die beste Armee. Schon wird eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert, deren Einrichtung aber Kampfhandlungen von Seiten der NATO geradezu zwingend machen würde. Und eine Entgrenzung des Krieges wäre das Schlimmste, was passieren kann. Aber Deutschland ist ja nicht alleine. Also das neutrale Schweden liefert Waffen in die Ukraine. Die neutralen Schweizer denken darüber nach, russische Konten einzufrieren. Also da kann Deutschland doch jetzt nicht wieder so rumzögern wie bei Nord Stream. Naja, ich spreche jetzt mal als Sozialpsychologe und da sehen wir zwei Phänomene. Das eine nennen wir Shifting Baselines, das heißt, man passt seine Wahrnehmung und Entscheidung einer sich rapide verändernden Situation an. Dabei übersieht man mögliche Fehler und Widersprüche und vergisst, was das ursprüngliche Ziel eigentlich war. Und das zweite Phänomen ist das des Gruppendenkens. Alle Mitglieder einer Gruppe passen ihr Denken dem aller anderen Mitglieder der Gruppe an. Es entsteht ein Tunnelblick. Mir scheint es gerade in einer so hochbrisanten Situation mit einem unberechenbaren Aggressor auf der Gegenseite absolut notwendig, sich von diesem nicht unter Handlungsdruck setzen zu lassen, indem Abwägung und eben Folgenabschätzung zugunsten von schnellen und einheitlichen Reaktionen immer mehr zurücktreten. Zeit zum Überlegen und gerade auch Dissens sind Instrumente gegen den Tunnelblick und damit auch Mittel, um die Absichten und Maßnahmen des Gegners zu durchschauen. Und das ist ja die Voraussetzung, einen Konflikt zu beherrschen. Eskalationsdynamiken machen genau das unmöglich. An die Stelle von Strategie treten dann Reiz und Reaktion und die Dinge nehmen ungebremst ihren Lauf. Also deshalb macht mir diese neue einheitliche Entschlossenheit Angst. Das sagt Harald Welzer, Soziologe und unser Kommentator am Montag. Vielen Dank. Sehr gern. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.